So, meine Lieben, da sind wir wieder. Südkassia hier. Wir sind bei Life is Strange Before the Storm und wir müssen uns entscheiden, was wir in dieser Situation machen. Und da nehmen wir es einfach mal wie Deepish Mode und sagen, enjoy the silence. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Well, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures. That sucks. Hey, so I want to say thanks. For pulling you out of school? No, dummy. Thanks for last night. Ah. If you hadn't shown up. Assholes abound in Arcadia Bay. I owe you. Yeah. That's for sure. Is that why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well, I wanted some company. That's it? That's it. Sie braucht nur... Try again. I'm going to need more to go on than that. Joyrides with me aren't fun? Joyrides to where again? Life needs a little mystery, Chloe. Let's do something fun. Was? Zustimmen oder flirten? Ich möchte gern D drücken. Ach komm, hier ist ein Spiel. G-Card's been punched, Rachel. I'm sorry. Wow. Oh. Too far. Das war well, aber dolle geflirtet. I don't know. Okay. Something fun. I'm all ears. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, and one of which is... a lie? Right. And then the other person has to guess which is which. Yeah. Sounds fun. You're on. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? Kathmandu. One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. Genau. Gleich mal auf den Höchsten. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay. So, ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Okay. Tja, da können wir wirklich nur raten, oder? Aber ich würde mich jetzt erstmal für beidhändig entscheiden, oder? Viele Menschen gibt es schon, die beidhändig sind. Rechtshänder, Linkshänder, ja. Aber beidhändig? Ich nehme mal beidhändig. I don't buy the ambidextrous claim. No? Well, that's too bad, because it's true. Prove it. Sign your name with both hands. Sign where? Seriously? All the bad girls do it. Come on. Okay. Damn.
I'm afraid the lie was New York. I'm a Cali girl, born and raised. So New York's on the bucket list. Broadway, here I come. Cool. Okay, your turn, Price. Okay. First fact. Right. Something about myself. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. Okay, ich muss mich also jetzt entscheiden. Eine Lüge, zweimal Wahrheit. Oder ich bescheiße. Nein, das mache ich erstmal nicht. Und, ich würde sagen, wir fangen mit der Lüge an, oder? Ja. Oh ja, danke, ey. Musst du mir das jedes Mal sagen hier? So, Lüge. Ich schlug jemanden und brach mir die Hand. Ich bin allergisch gegen Katzen. Ich bin in einer Band. Zurück. Das klingt gut. I once broke my hand punching Stephanie Kowalski in fifth grade. No way. Bitch took my Yoo-Hoo. Knocked her the fuck out. I see you like to write notes to yourself. Helps me stay focused. Also, sweet scar. Wie, das war schon? Haben wir jetzt verloren, oder was? So, jetzt die Wahrheit. I used to love country music when I was a kid. Now it makes me want to throw up. Literally. That's weird. Okay. Und jetzt nochmal eine Wahrheit. Ich liebe Wissenschaft. Ich wollte als Kind Piratin werden. I love science. Seriously, I think Neil deGrasse Tyson is the shit. Huh. Na dann los, du sag mal was. You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. I'm not sure why country music makes you throw up. I'm a complex girl, Rachel. I think it's probably true. Also, I kinda like the Dixie Chicks. Okay. You and David both. No accounting for taste. Who's David? He's, the guy my mom's seeing, I guess. Oh. And you don't like him. Merkt man das gleich? It's still so weird that she's dating someone. My dad and my mom, they were totally in love. You can tell how fucked up she is now just by how she's settling for David. He's this total hard-ass ex-military jagoff type. Like, the opposite of my dad. Oh, that sucks. Yeah, David has no respect. He acts like I'm some kind of problem to solve. Sometimes I am a problem, though. That's a load of bullshit. What do you mean? You're not a problem, Chloe. You're a person. It sounds like the only problem is David. You need to hit him where it hurts. The only thing that David loves has four wheels and a four-barrel carburetor. Oh, God. A muscle car? I'm probably going to steal it soon, so. Let me know if you need an accomplice. Okay. You say you love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work. Na klar, genau. Sure. It's not for everyone. I get that. Anyway, school sucks, but you love science. I'm gonna say true. Okay, sie's gut. Now, about this broken hand story. It's not that I don't think you could knock Stephanie Kowalski out. A bitch takes your Yoo-Hoo, she's gotta get got. Damn straight. But
You didn't get that scar from punching someone. No. That scar is from a distal radius fracture. How could you possibly know that? I broke my wrist when I was 10. Ah. The point is, I know that the scar you've got comes with breaking your wrist when you fall. Like, from a skateboard? Yeah. I guess 6 years ago? 7. Well, shit. I always thought I was a good liar. Good thing you're pretty. So, if my math is correct, you told me 2 truths and 1 lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. Ich bin beeindruckt. Well, I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Der Vater ist Staatsanwalt, okay. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing number of moving violations second. Hey, noch thanks nicht. For trusting me. Das kommt noch. Trusting you? You played the game. Also, you told me about that dickwad David. Now he's on my shit list too. Hell yeah. Mustache brain won't know what hit him. I guess. You opened up a lot. That's all. It's not a big deal. Hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. Warum das denn nicht? Oh, das kann ja wohl gar nicht sein. Nee, hier Vertrauen ist trust schwer. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life, you'd understand. No, I get that. On the other hand, I got on this train with you, didn't I? Fair point. Wouldn't mind listening to some music. Ja, das wäre jetzt mega unhöflich, wenn wir uns jetzt alleine da hinsetzen würden. Hey, wanna listen? Now the start is in sight.
möchte man wirklich nicht dazwischen quatschen eigentlich. Das sind so Momente, die dieses Spiel so besonders machen. Auch schon das erste Life is Strange und hier genauso. Ja, aber los, komm, wir müssen weiter. Bracelet. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach. It reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach. Or anywhere but here. Maybe sooner than later. Is it here? What brought that on? Sometimes I feel like I've got no reason to stay. Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Check it out! We're here! Yes? What? Where is here? Jump and find out! Did you say jump? Jump! Ja, los, so schnell fährt er nicht. Okay. Ne? Ja, noch läuft er. Okay, geht weiter. Oh, ich habe bei diesem Ladebildschirm immer Angst, dass das ganze Ding ja wieder abkackt. Aber es läuft doch relativ stabil hier. Scheint irgendwie so ein Park zu sein. Hey, it's actually a pretty nice view. Glad you approve. And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Okay. Another one. I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. Spiele Schauspielern lügen. Okay. So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Let me know when you figure out which one. This game involves spying on people from afar. Luckily, we got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. Na toll, ist kaputt oder was? That blows. Well, shit. That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Quarterless. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Na dann los. Herausforderung angenommen. Wir müssen das Ding jetzt irgendwie knacken, oder was? Oh. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. So, jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen was hier anzuschauen. Vorher gucken wir mal nach der SMS von Mikey.
Tut mir leid wegen Drew. Nicht deine Schuld. Na klar, das war hier der Footballspieler da mit Nathans Fotomappe. Mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch. Nur die meiste Zeit? Ach, vergiss es. Okay, naja. Gut, so, na dann gucken wir mal hier, dass wir irgendwas hinfinden, dass wir das Ding hier benutzen können, oder was? Looks like this one might actually be working. Ja. Man kann sogar ein bisschen durchgucken. Nur vergrößert es nicht. Eine Eiche, ansehen. The lonely oak looks lonely. Guess even trees have outcasts. Okay. Rachel, können wir mit dir reden? Totally gonna get you that quarter. Love the confidence. Would love a quarter even more. Wenn du sei mal nicht so garstig, ich mach ja schon hier. Ja, lass uns mal hier in Ruhe erstmal die Infotafel anschauen. Damn, that's an old tree. Wait, does this sign say butt rot? Hä? Oregon Weißeiche alias Gary Eiche. Geschichte: Die ikonische Weißeiche des Staatsparks von Culmination ist eine der ältesten Bäume im pazifischen Nordwesten. Ihr gebogenes, stuhlartiges Wachstumsmuster reflektiert den Brauch amerikanischer Ureinwohner, Bäume zu formen, um Pfade oder Gebiete von kultureller Wichtigkeit zu markieren. Ach, der wurde extra so gezüchtet. Das Alter des Baums wird auf 400 bis 450 Jahre geschätzt, obwohl Braunporlinge im Inneren eine genaue Analyse verhindern. Eine Narbe am nördlichen Ende des Stamms bezeugt, dass der Baum vor ca. 200 Jahren einen direkten Blitzeinschlag überlebt hat. Wow. 13 Meter Höhe, Durchmesser auf Brusthöhe 1,60, Alter und so 400 bis 450 Jahre. Querschnitt des Stamms, die engen, langen, zusammenliegenden Ringe weisen auf Zeiten der Trockenheit, Krankheit und erneutes Wachstum nach einem Waldbrand hin. Okay. Okay, also die Bäume wurden mit Absicht so gezüchtet. So, was haben wir denn hier? Achso, erstmal da unten das Schild. This whole day is out of order. But in the best possible way. Okay, gucken wir mal, ob wir hiermit was anfangen können. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. Okay, da müssen wir also das richtige Tool finden. So, was haben wir denn hier? Da haben wir einen Weg, da gibt es so eine Statue. Dann gehen wir erstmal zum Schild. Gucken wir uns erstmal das Schild an. Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though? Probably at home, washing laundry and spitting out kids. Yeah. Fuck you, Dwight. Naja. Naja, was soll man da sagen? So. Oh, wir können ein Graffiti an die Statue malen. Eine Axt oder Sextanten? Wir nehmen die Axt. Die hatten wir immerhin als Elfenbarbarin auch. Außerdem Sextanten hat der ja da schon am Kopf. Don't axe, don't fell. Okay. Was this how historic axe murderers searched for their next victim? Okay. Halt. Hier. Nee. Da. So. Down axe, down fell. Glückliches Balk und das alte Auto. Okay. So, was haben wir dahinter? Hier haben wir nochmal eine Infotafel. This Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Founders keepers, I guess. Blackwells Expedition. Dieser Ort markiert die Endstation von Ezekiel Blackwells Expedition in Richtung Westen, um die Städte Culmination und Arcadia Bay zu gründen. Am 14. März 1838 verließen Blackwell und eine Gruppe Siedler Independence, Missouri, Richtung Oregon. Am 3. März 1939 erreichte Blackwells Expedition Overlook Park. Als er von dort den Pazifischen Ozean sah, erklärte Blackwell die Expedition für beendet und gründete die Stadt Culmination. Die Gruppe reiste später weiter Richtung Süden, um Arcadia Bay zu gründen. Das nach Blackwells Bewunderung für die Schönheit der Natur in dieser Gegend und seinem Wunsch, in Harmonie mit den Ureinwohnern zu leben, benannt wurde. Culmination Gipfel, Culmination Gipfel, umbenannt
im Culmination Staatspark wurde 1997 unter Gouverneur John Hitzhaber zum Staatspark erklärt. Statue Northwest Valor, erbaut 92, feiert das 150-jährige Jubiläum von Culmination. Dwight Müller hat's designt. Aha, naja, wie das so ist. Überall Informationen hier. Was? Hä? Jetzt können wir da nicht runter, oder was? Dann gehen wir halt hier lang, wo wir hergekommen sind. Da hat irgendwer die Statue bemalt. So, was haben wir hier? I don't want to head down there just yet. Okay. Gut, dann wollen wir da erstmal nicht hin. Ja, wir brauchen irgendein Werkzeug. Schild. Aber an dem Schild kann ich ja nichts weiter machen, außer ansehen. Eine Parkbank. Hinsetzen. Just a day in the park with Rachel Amber. You know when something kind of amazing is happening, you don't always stop to think about it right away? And then when you do think about it, you start thinking about it a lot. And the more you think about it, the crazier it seems, until pretty soon you're psyching yourself out and then everything turns to shit. Yeah, let's not do that today. Genau, bis jetzt ist es eigentlich ein klasse Tag, außer dass wir natürlich fürs Schuleschwänzen sicherlich wieder Ärger bekommen werden. Aber das soll für den Moment egal sein. So, aber die Bank hat uns nicht weitergeholfen, hier ein Werkzeug zu finden. Was haben wir hier? Eine Affenschaukel? If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. Eichhörnchen, juhu! I guess nature doesn't quite provide. Ja, soll ich die erschrecken? Ich weiß nicht. Wenn wir sonst nichts finden, dann machen wir das. Wonder if I can get that quarter out of the viewfinder. I wonder if I could use this to get the quarter out. Wieso? Wie kann ich das? Im Gedenken an Martin Louis Prescott, der eine Bank bezahlt hat. Sehr schön. Der scheißenreiche ist. Widmungstag. Aber ich kann ihn bloß ansehen. I wonder if I could use this to get the quarter out. Dann nimm's doch. Kannst nur ansehen. Eichhörnchen erschrecken, das lassen wir mal noch. Aha, so, hier können wir Initialen. Yuck. Cliché much, AW und OL. AW und OL. Mhm. Haben wir da unten noch WE und IL. BP und AJ. R und C und Bob Sachs. Naja, das können ja nicht nur so noch. Ich liebe dir wie Marzipan-Nachrichten an dem Baum stehen. I've been saying sorry all morning. I admit it was really dumb to lock the keys in the car. You've been on me for 3 hours. Okay, wir haben eine neue Gesprächsoption. Mit wem auch immer. So. Vogelnest. Wonder if I can get that quarter out of the viewfinder. Ja, ich versuch's doch zu lösen. So, das machen wir aber dann weiter nächste Folge, weil ich sehe, wir sind schon wieder ein bisschen knapp drüber. Gut, wir haben auch im Zug gesessen und Musik gehört. Ich denke, da ist es nur fair, ein paar Minuten ranzuhängen. Ja, wir machen weiter in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ahoi und ciao, ciao.